Servus, heute bei Hobbyhandwerk geht es hier um dieses Samsung A40. Und zwar hat das Telefon folgendes Problem. Ich zeige es mal. Und zwar stecke ich dazu den USB-C-Stecker in die Ladebuchse. Es möchte anfangen mit Laden, aber es kommt gleich dieses Ausrufezeichen. Genau, und das sagt nichts anderes, dass irgendwo ein Problem mit dem Temperatursensor besteht. Ich habe im Internet ein bisschen recherchiert und zwar steht da, dass man eben hier die ganze Platine der Ladebuchse austauschen sollte, denn dort ist dieser Temperatursensor auch versteckt und dann sollte dieses Problem behoben sein. Denn aktuell lädt das Telefon nicht. Wie man hier schon in der Anzeige gesehen hat, scheint die Temperatur dieses Handys zu niedrig zu sein, zumindest laut Sensor. Um das nochmal verifizieren zu können, installiere ich jetzt nochmal eine App und dann schauen wir mal, was die App anzeigt und was hier das Thermometer im Raum anzeigt. Und wenn der Unterschied zu groß ist, dann gehe ich davon aus, dass der Temperatursensor defekt ist. Die App ist jetzt installiert und wie man sieht, das Handy zeigt minus 17 Grad an und das Zimmerthermometer zeigt um die 19 bzw. 20 Grad plus an. Also kann ich jetzt schon davon ausgehen, dass der Temperatursensor das Problem des Ladens ist bzw. das Problem, warum das Handy nicht auflädt, ist. Und ich werde jetzt das Handy auseinanderbauen, diese Ladebuchse inklusive Platine wechseln, zusammenbauen und dann mal schauen, ob das Problem noch besteht oder ob dann das Handy wieder voll funktionsfähig ist. Als erstes das Smartphone ausschalten. Und säubern. Legen wir jetzt mal los mit Erwärmen des Gehäuses. Heißluft füllen bzw. Heißluftgebläse einstecken und dann loslegen. Natürlich aufpassen, dass man das Heißluftgebläse bzw. den Föhn nicht zu heiß einstellt, damit man hier nicht irgendwie den Kunststoff anbrennt oder anfackelt. Und wichtig auch gleichmäßig erwärmen, damit es keine, wie soll ich sagen, Risse oder Dehnungssprünge gibt auf der Kamera oder anderen Sachen. So, dann probieren wir mal unser Glück. Bis erstmal mit den Fingern. Da komme ich schon rein hier unten. Oh, da löst sich schon der Kleber. Mal das sehen. Da löst sich der Kleber. Bisher ging es jetzt ohne Werkzeug. Mal schauen, wie weit ich ohne Werkzeug komme. Jetzt nehme ich diesen Kunststoffkeil und dieses Kunststoffdreieck. Gehe vorsichtig nach vorne. Und weiter, vorsichtig, damit nichts reißt. Jetzt bin ich einmal rumgefahren. Jetzt schaue ich mal, ob ich das ohne zu verbiegen von hinten aus vorsichtig abgehebelt bekomme. Vorsichtig sein, dass man den Fingerabdruckscanner nicht abreißt beim Öffnen. Ich habe jetzt leicht dagegen gedrückt, damit er sozusagen hier unten bleibt. Und jetzt vorsichtig hier weiterarbeiten, dass das Glas nicht reißt. Und jetzt ist ab. Jetzt als nächstes
dieses Gehäuse abmachen bzw. lösen. So, SIM-Karte und SD-Karte entnommen. So, nachdem die SIM-Karte und die SD-Karte entnommen ist, hebel ich vorsichtig diesen Mittelrahmen ab. Mal schauen, wie ich da am besten rankomme. Löst sich schon was? Auch wieder vorsichtig. So. Da hängt nichts dran. Jetzt hier unten noch vorsichtig. Abhebeln. Jetzt löse ich hier die Flexverbindungen. Jetzt schauen wir mal, wie das Tool funktioniert. Die Flexverbindung vom Akku, dann hier diese große Flexverbindung. Mal schauen. Dann hier unten das Gegenstück zur Seite vorsichtig legen. Dann löse ich hier diese Flexverbindung. Und dieses Antennenkabel noch, denn hier befindet sich die Platine mit Ladebuchse. Also diese Flexverbindung noch vorsichtig und hier das Antennenkabel. Ja, ist es ab. Jetzt hier die Schraube von der Platine lösen, wo sich die Ladebuchse befindet. Da merke ich schon, da ist noch Kleber. Deswegen erwärme ich es noch mal ein bisschen. So, jetzt schauen wir mal. Ja, jetzt merkt man, dass der Kleber sich löst. Da ist die Platine mit Ladebuchse. Bevor ich jetzt die neue Platine mit Ladebuchse einsetze, nehme ich mir noch einen schönen weichen Pinsel und werde jetzt hier den Staub mal noch ein bisschen entfernen. So, jetzt hier die neue Ladebuchse. Die richtige Richtung. Jetzt schaue ich mir noch mal die alte an, ob die Kontakte genauso sind. Ja, das passt. Gucken, ob alles passt. Das Antennenkabel muss hier noch vorbei. Jetzt ist die Platine drinnen. Jetzt die Schraube wieder festschrauben. Das scheint alles nicht zu wackeln. Jetzt wieder das Antennenkabel aufstecken, wenn ich es hinbekomme. Aufgesteckt. Jetzt diese Flexverbindung auch wieder aufgesteckt. Dann jetzt hier diese Flexverbindung vom Akku. Die passt auch soweit. Dann hier die große Flexverbindung, auch jetzt richtig rum. Und jetzt kann man wieder diesen Mittelrahmen einsetzen. Eventuell diesen auch nochmal kurz von Staub entfernen. Die Flexverbindungen und das Antennenkabel ist wieder angeschraubt. Jetzt kann ich dieses
wie sagt man, diesen Mittelrahmen wieder aufsetzen. Ich fange am besten unten an, dann die SIM-Karte wieder einstecken. Wie gerade in dieser App CPU-Monitor gesehen, scheint der Temperatursensor jetzt wieder okay zu sein. Und jetzt probieren wir nochmal das Handy zu laden. Es lädt ganz normal und mal schauen, ob noch irgendwie was angezeigt wird, eine Fehlermeldung. Nein, es ist keine Fehlermeldung angezeigt. Ich gehe jetzt davon aus, dass der Wechsel dieser Ladebuchse mit Platine das Problem gelöst hat. Und jetzt kann ich dieses Smartphone wieder komplett zusammenbauen. Dazu schalte ich es sicherheitshalber wieder aus. Und guck nochmal, dass kein Dreck drauf ist. Eventuell nochmal ein bisschen den Staub abwischen. Auch hier, dass auf dieser Linse kein Staub ist. Und jetzt geht es darum, noch diesen kleinen schwarzen Deckel wieder aufzulegen. Der ist jetzt drauf. Und eigentlich dieser Kleber, der klebt meiner Meinung nach relativ gut. Das ist die Frage, ob ich da nochmal Kleber drauf mache oder nicht. Der Kleber war jetzt einfach dazu hier. Ich werde jetzt einfach noch ein bisschen Kleber dazu drauf machen. In der Hoffnung, dass das dann ordentlich hält. Hier nochmal von diesen Schaugläsern vorsichtig mit dem Pinsel den Staub nochmal entfernt. Und jetzt setze ich wieder den hinteren Deckel auf. Das Smartphone ist jetzt wieder zusammengebaut. Ich stecke jetzt nochmal den Ladestecker in die Ladebuchse und gucke, ob es jetzt im ausgeschalteten Zustand wieder ganz normal lädt, ohne eben dieses Ausrufezeichen. Genau, das Smartphone lädt wieder ordnungsgemäß. Also alles richtig gemacht und auch das richtige Bauteil getauscht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, was ich hätte noch besser machen können. Über ein Abo sowie über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Servus und ciao.